Beim nächsten Stück muss ich wahnsinnig weit ausholen. Und zwar ist es wieder für einen speziellen Freund von mir. Das Lied heißt für einen A-Punkt Kiermann. Und ich hole deswegen so weit aus, weil von der ersten Strophe sich die Zöllner vom Grenzübergang Bayerisch Gemein, Großgemein auch betroffen fühlen können. Ich habe denen ja Gedicht aufgesagt, das ist mir ganz spontan eingefallen an der Grenze, gell? Das hat 400 Mark gekostet. Darum spiele ich heute da, gell? Und zwar bin ich da rübergefahren, von Österreich bin ich gekommen. Und dann hat er wahrscheinlich gemeint, ich habe meinen Haschisch-Monatsbedarf wieder ein bisschen aufgebessert in Salzburg und hat gesagt, ich soll meinen Kofferraum aufmachen, habe ich dann aufgemacht, dann hat er mir alles rausräumen lassen, was da drinnen war. Das war brutal, gell, was da alles in meinem Kofferraum war, das habe ich alles gar nicht gewusst. Was, Wahnsinn! Und dann hat er sich eingesetzt ins Auto und hat die Anlage, mein Kassettenrekorder eingeschaut und hat gemerkt, dass die rechte Box nicht geht. Dann hat er gesagt, ich soll die rechte Box rausbauen, gell. Dann habe ich die rechte Box rausgebaut und wieder mein ganzes Auto zerlegt hat. Es sind 1,5 Stunden vergangen gewesen. Dann hat er da den Pass zurückgelegt, den lassen sie doch da so durchlaufen. Und dann hat er reingeschaut und dann sagt er mit einem strahlenden Gesicht, sagen Sie mal, sind Sie nicht der eine da, der da ab und zu so singt? Dann sage ich zu ihm, ja schon, gell. Mei, hat er gesagt, das war Gaudi, möchtest nicht schnell ein Liedl singen? Ich hab gerade mal. Ich hab gerade meine Gitarre dabei gehabt, gell. Dann habe ich gesagt, nein, also zum Singen habe ich überhaupt keinen Bock, aber ich sage euch schnell ein Gedicht. Habe ich gesagt, hol ja mal deine Kollegen zusammen. Dann war da 3 von seinen Kollegen geholt, so ein Smiling haben sie aufgehabt, gell, die Buben. Naja, dann habe ich ihm ganz spontan ein Gedicht aufgesagt. Und zwar habe ich ihm gesagt, da habe ich meinen Irokesenschnitt noch gehabt, gell, das muss ich dazu sagen, vielleicht hat er deswegen ein bisschen komisch reagiert. Gesagt, ich bin ein lungenkranker Punker und knall mir jeden Abend voll. Du bist kein Punker und auch nicht krank, aber Arschloch, du bist beim Zoll. Uniform, ein Grenzkappe, ein Fingerhut für Hirn. Weißt noch lang nicht, dass du was bist, aber so kannst du noch was werden. Lieber bin ich nix und kann ich nix und wer nie was sei, bevor ich noch weniger bin, als ich jetzt schon bin und bin bei der Polizei. Weil ich fahre auf der Rosenheimer Straße, ich pass nicht auf, weil ich umdrehe auf dem weißen Strich Richtung Heidhausen auf. Ein Polizist steht an der Straße, schreibt sie mir Autonummer auf. Mehr brauchst beim Staat nicht China, bloß so arbeitest du den auf. Mehr brauchst beim Staat nicht China, bloß so arbeitest du den auf. Den ganzen Tag fahren sie bloß im Auto rum und stehen umeinander, meist ein Block mit rote Zettel und einem Bleistift in der Hand. Wenn's das brauchst, was bis schwarz wär's, brauchst das nicht, dann sind sie schon da. Wenn's nix sagen sollen, machen sie einen Meier von den Leib bloß Sau dumm hoch. Ich fahr zurück zu ihm und fragen, ob ich jetzt was falsch gemacht hab. Er klang sofort an seinen Revolver hier, anscheinend fühlt er sich bedroht. Dann zitiert er Paragraphen und er sagt, er zeigt mir an. Ich sag, dort Hand von deiner Gnade weg, so ein Ding geht recht schnell los. Ich sag, dort Hand von deiner Gnade weg, so ein Ding geht recht schnell los. Ich sitz mal sonntags noch auf und sag ganz freundlich zu dem Typ, was er glaubt, dass ich jetzt machen soll, damit er mir vergibt. Schleier sie einer, sagt er, dreht sich um und möchte grad gehen. Ich packe ihn sanft bei seine Waschel und sag, dass ich nur halbe mit ihm red. Auf einmal fängt der Typ zum Blärmen, ich sag, schrei halt nicht so. Es ist grad Mittagspause, passen auf, sonst zeigt ihn einer an. Aber der Gescheitere gibt nach, steig in meinen Wagen ein und fahr los. Zickzack über den weißen Strich, die macht mir sehr strichtig an. Zickzack über den weißen Strich, die macht mir sehr strichtig an. Mark hat mich das gekostet. Ich war mein Schein 2 Monate los. Seitdem kriege ich die Polizei bloß noch mit dem Urologengruß. Mir hat's nicht leid, um das geht. Ich hätte auch 500 Mark gezahlt. Das ist gut angelegt, weil ich weiß, da bauen sie einen Flugplatz in Grärwald. Und schließlich müssen unsere Staatsmänner ja auch von etwas leben. Wer daran geht, schon sonst der Geld für seine Auslandreisen geben. Legt sie mich am Arsch mit eurem Blödsinn. Kein Mark 6 mehr von mir. Nächstes Mal sitze ich mir nach Stadelheim. Das zahlt's mir nämlich hier. Nächstes Mal sitze ich mir nach Stadelheim. Das zahlt's mir nämlich hier.